Ja, hallo Freundin, herzlich willkommen zu einem neuen Status-Update von dem kleinen zusammenrollbaren Tasmanian Tiger Mini EDC Daypack Rucksack, wie immer man das auch nennen mag. So eine Art von Rucksack, der hier ohne Polsterung, Gestell oder sonst was daherkommt und zusammenrollbar und hier auf so ein kleines Packmaß verstaubar ist. Ich trage den jetzt schon ein paar Wochen mit mir rum und muss sagen, bin eigentlich höchst zufrieden mit diesem kleinen und leichten Modell. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. An allen Reißverschlüssen waren ja diese Bändel dran, ne, um das Ding besser auf und zu machen zu können. Die Reißverschlüsse, die sehr, sehr leicht laufen, was auf der einen Seite sehr gut ist. Man kriegt sie schnell einfach auf und zu. Aber auf der anderen Seite gehen sie manchmal vielleicht auch zu leicht auf, ne? Aber ich habe mal diese ganzen Bändel hier weggemacht, das waren mir einfach zu viel und zu lange Gebämbele da dran. Und habe jetzt eigentlich, das sind ja immer so Doppelreißverschlüsse, oben und unten. Den unteren lasse ich eigentlich hier immer, den auf der, ja gut, welche Seite, wenn man von vorne drauf schaut, auf der linken Seite, den lasse ich eigentlich immer unten zu und mache nur mit einem komplett immer auf und zu. Und daran habe ich Schlüsselringe angebracht, wie auch schon an meinem V-Sport-Rucksack. Damit hat man auch die Möglichkeit, schnell und sicher nach einem Reißverschluss zu greifen, den Rucksack zu öffnen und zu schließen. Die laufen sehr leicht. Hat aber noch einen weiteren Effekt. Ich kann damit auch mal provisorisch einen Reißverschluss abschließen. Zum Beispiel hier oben habe ich ein Fach mit dem ganzen Medipack drin. Da muss man ja wirklich selten dran. Und dann kann man natürlich, wenn man so einen Schlüsselring hat, den hier durch beide Reißverschlüsse durchfädeln und hat so eigentlich das Fach abgeschlossen. Dadurch geht es mal nicht aus Versehen auf und man würde was verlieren. Und ich sag mal, in der Stadt, auf einer Messe oder sonst irgendwas, wo ein großes Menschengedränge wäre, hätte man da auch noch, sage ich mal, ein bisschen einen Zugriffsschutz auf ein Fach damit geschaffen. Klar, wenn natürlich ein professioneller Rucksackdieb, der arbeitet mit einer Rasierklinge, der schlitzt dir deinen Rucksack auf und klaut dir das Zeug, das unten rausfällt. Das geht so schnell, so kannst du nicht gucken. Aber ich sag mal so, für den unberechtigten schnellen Zugriff kann man hiermit doch einfach mal einen Reißverschluss zumachen. Und auf der anderen Seite läuft man nicht Gefahr, dass man aus Fächern, aus denen man selten was braucht, irgendwas raus verliert. Kann man also schön hier einmal durchfädeln und schon hat man wieder ein Fach abgeschlossen. An Fächern, die man ja ständig ran muss, ist das vielleicht nicht so sinnvoll, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt wieder auf eine Messe fahren, wäre den ganzen Tag auf einer Messe unterwegs, da würde ich wahrscheinlich jedes dieser Fächer in Anführungszeichen abschließen, dass mir hier nichts abhanden kommt und der Rucksack ist ja dann eh dann den ganzen Tag auf meinem Rücken. Ne? Was habe ich noch verändert? Ich habe im Hauptfach, natürlich wie immer in all meinen Rucksäcken, vor allem die, wo hier hinten so einen Platz für eine Trinkblase haben, da eignet sich es immer hervorragend, so ein kleines Rückenpolster einzubauen. Das Zeug wiegt nichts, das ist ja sehr leicht, diese Schaumgummimatten. Und man kann sie sich zurechtschneiden, dass man hier ein Rückenpolster hat. Nämlich, der kommt halt ohne daher und jetzt drückt nicht mehr sofort jedes Teil, das man hier drin hat, durch. Und man verpasst diesem Rucksack auch eine kleine gewisse Stabilität dadurch. Ne? Und man hat unterwegs immer ein Sitzkissen, wenn es mal irgendwo feucht ist, kann man sich das Ding schnell rausziehen und hat einen trockenen Hintern, wenn man sich irgendwo hinsetzen will. Ne? Ja, eine Taschenlampe, Phoenix LD22, sehr coole Prepperlampe mit zweimal Doppel-A, Stefans Kugelschreiber. Und ich habe mir hier noch ein kleines Stückchen rausgeschnitten und habe mir hier einen kleinen Einlegeboden gemacht. Sieht man sich hier gerade nochmal so ein Stück, das hier den Boden darstellt. Damit habe ich nach unten auch noch ein bisschen Schutzstabilität. Und wenn irgendwelche sensiblen Sachen drin sind, sind die ein bisschen gepolstert, wie hier, wenn man sie auf den Steinboden abstellt, dann knallt nicht immer alles gleich ganz durch auf den harten Boden. Ne? Und wie gesagt, diese Dinger sind sehr praktisch und sie machen den Rucksack ja nicht schwerer. Das wiegt ja nichts, das Zeug. Nur wenige Gramm. Haben aber doch einen Vorteil, ein bisschen zu polstern, ein bisschen zu stabilisieren. Und hier hat man immer schön ein Sitzkissen mit dabei. Ne? Ja, sonst muss ich echt sagen, dieses kleine leichte Teil ist echt gut. Gefällt mir wirklich durch die große Tasche, durch die vielen Taschenunterteilungen. Ne? Du bekommst halt echt viel Zeug überall rein. Ne? Na, hier vorne im Schnellzugriff immer mein Handy und ein Müsli-Riegel. Für den Notfall, wenn man der Blutzuckerspiegel in den Keller geht. Hier Schlüsselbund, nochmal an einem Schlüsselring dran, meine Sprays.
Ja, hier, wie gesagt, hier ist immer erste Hilfe drin. Und hier das ist einfach das große Fach, wo ich, wenn ich auf Arbeit bin, habe ich meine große Clean Canteen Trinkflasche drin. Haben jetzt die 40 Unzen Flasche hier rein. Da ist wirklich für den ganzen Tag genug Wasser dabei. Hier kannst du Unterlagenblock reinmachen. Mein Geldbeutel habe ich ganz hinten drin. Immer dabei. Die Kamera in den PD-Case nochmal geschützt. Ja, ein wirklich toller Daypack für die Arbeit, Freizeit, kleinere Ausflüge. Kriegt man eigentlich alles so ein bisschen rein, was man im Lauf eines Tages braucht. Ne? Ja, die neuen Karabiner übrig habe ich mal hier eingebracht, wenn man da draußen was dranhängen will. Also wirklich astreines, kleines EDC-Täschchen. Ne? Ja, kleines Status-Update. Vom Tasmanian Tiger zusammenrollbarer Mini EDC Daypack. Ich glaube 6 Liter Volumen oder sowas, aber schön mit viel unterteilten Taschen. Und das finde ich wirklich super praktisch. Okay Leute, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal bei Hillbilly, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin, ciao und immer schön Rucksack dabei haben. Bye bye, ciao, macht's gut.